im Zirkus. Aber das ist doch unnatürlich. Die armen Tiere. Das hörte ich ein 10-jähriges Mädchen sagen, das im Zirkus war. Warum ist das Kindern klar und vielen Erwachsenen nicht? Zeiten ändern sich, denn bereits Kinder stellen Gewohntes immer mehr in Frage. Aber nicht nur sie. Der Kommission wurden 1 Million Unterschriften übergeben für ein Verbot der Wildtierhaltung in Zirkussen. Es gibt keine Gründe mehr, die den Einsatz von wilden Tieren in Zirkussen heute rechtfertigen könnten. Und es gibt keine akzeptablen Alternativen zu einem vollständigen Verbot aller Arten. Wir haben nun die Verantwortung, unseren Kindern zu zeigen, dass solche großartigen Tiere mit Respekt und Empathie behandelt werden müssen. Und zwar in einer natürlichen Umgebung und nicht zu einer unnatürlichen Existenz gezwungen werden sollten, die mit erheblichen körperlichen und seelischen Leiden verbunden ist. Was Kindern klar ist, sollte uns schon lange klar sein. Sie als Kommission haben jetzt 1 Million Gründe in Form von Unterschriften, um ein sofortiges Verbot von Wildtieren in Zirkussen zu erlassen und es nicht den Mitgliedstaaten zu überlassen. Besten Dank.